Das sind die Lochis. Free the Nipple! Free the Nipple! Free the Nipple! Hab gewonnen. Ja. Na, ist dir peinlich? Hallo liebe Freunde von Awesomest TV, ich bin der Jonas. Ich bin die Mel, hi. Wir sind gerade auf der Glow, gehen jetzt zum Red Carpet und interviewen eure Lieblings-YouTuber. Hoffentlich, wer? Dagi. Mhm. Wir müssen Dagi bekommen. Und wir verlosen auch noch ein Goodie Baggage, also dranbleiben. Und es gibt ein weiteres Video zur Glow bei Flip, also reinklicken. Und jetzt gehen wir erstmal los. Los geht's. So, wir stehen jetzt am roten Teppich. Hier ist richtig viel los. Die Leute rasten aus im Hintergrund. Es ist unglaublich und ich freue mich richtig drauf. Nein, jetzt mal ernsthaft, es ist ein toller Job, denn ich darf alle heute mal begrüßen und mal schauen, wie wir vor die Linse bekommen. Ich werde alles dran setzen, die besten, schönsten und natürlich angesagtesten YouTuber zu bekommen. Mal schauen. Okay, du bist jetzt gerade oder ziehst jetzt mit deinem Freund ja dann demnächst zusammen? Ja, absolut. Ah, hallo. Wie sieht's denn da aus weihnachtlich? Also wird es da ein bisschen stressig bei dir? Ey, ich glaube, Weihnachten wird dieses Jahr totale Katastrophe, ja. Die eine Wohnung wird irgendwie ausgeräumt, ja, ich ziehe mit meinem Freund zusammen. Die nächste Wohnung wird irgendwie eingeräumt. Ich glaube, so richtig zu Hause sind wir dann aber nirgends. Wir gehen zur Familie, zu seiner Familie, zu meiner Familie. Wir bringen alle zusammen und schauen einfach ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest zu genießen. Ich werde dieses Jahr zwei Weihnachten haben. Denn in Deutschland feiert man am 24. und das mache ich dann mit meiner Familie. Und am 25. feiert man in England und das mache ich dann mit meinem Freund. Mit meiner Familie, also das habe ich jetzt schon wirklich immer gemacht und da steht auch für mich nichts anderes in Frage als immer mit meiner Family. Ehrlich gesagt, wie sieht dein Weihnachten dieses Jahr aus? Zusammen mit der Familie, bei uns zu Hause in unserem kleinen Häuschen und ja, dieses Mal als Vegetarierin. Ich bin schon gespannt, was ich bekomme zu essen. Obwohl ich dieses Mal auch ein bisschen mithelfen muss, denke ich mal. Und ja, einfach zusammen. Du musst ja alles machen. Ich muss alles Wir machen. Wir zählen auf dich. Ja, da hast du es gehört. Und ja, ich freue mich einfach mit der Familie zusammen zu feiern. Einfach mit Familie, mit Bekannten und Freunden und so. Und das ist halt mega lustig. Und wir reden, essen und dann packen wir Geschenke aus, essen und dann reden wir wieder. Beim letzten Glow-Video, da war ja die gute Silvi da und die hat sich so richtig voll gefuttert. Jetzt werde ich mal gucken, was es so hier zu essen gibt. Ich glaube, Popcorn gab es als letztes, deswegen gönne ich mir jetzt auch mal ein bisschen Popcorn. Vielen, vielen Dank dir. So, machen wir weiter. Das sind die Lochis. Wie geht's euch? Gut? Ja, gut? Ja, ja, wir haben ja, ein bisschen verfolgt gerade, glaube ich. Ey, Popcorn, was ist Popcorn? Greif rein. Von da vorne, hau rein. Ah, geil. Ja, was macht ihr jetzt noch? Chillen. Rumlaufen? Nee, wir haben nachher noch einen Auftritt auf der Bühne um 15:30 Uhr. Und heute Abend haben wir auch noch ein Event bei Ein Herz für Kinder. Okay. Aber jetzt erstmal Glowcon und mega geil auf jeden Fall. Voll lustig. Cool. Dann viel Spaß euch und bis später. Hey, danke. Ciao. Rechts, rechts weg, da waren sie, die Lochis. Super sympathisch. Was sind die denn? Es sind ja noch die Hochzeitsvorbereitungen und alles drum dran. Wie kriegt ihr das so alles unter einen Hut aktuell? Es sind sogar noch andere Vorbereitungen. Aber ja, wir sind, es ist stressig, aber ja, ich denke, zusammen schaffen wir das. Im Moment machen wir eine kleine Pause und jetzt nach Weihnachten geht es dann wieder voll los. Ja. Andere Vorbereitungen? Kannst du da was teasern schon mal? Nein, es ist ein kleines Geheimnis. Ich weiß, viele mögen keine Geheimnisse, aber... Tobi, ja, du vielleicht eher? Gibt noch Stress zu Hause. Nein, nein, gar nicht. So, wenn ich jetzt mal als Junge Lust habe, mich mal schminken zu lassen, ja, was würdest du mir empfehlen? Einfach drauf losgehen und sich schminken zu lassen? Einfach drauf losgehen und sich schminken lassen. Könntest du mich auch einfach mal so jetzt schminken? Könnte ich, ja. Würdest du es tun? Kann ich machen. Komm, wir machen es einfach mal. Okay, ja. Ja. Auf geht's. Wir müssen uns so ein Plätzchen suchen. Deal. Ich hätte dann gern so ein schönes Tages-Make-up oder irgendwas so, um mal abends wegzugehen. Damit fange ich jetzt erstmal an. Aber das sieht man nicht dann. Also sieht man dann am Ende, dass ich auch wirklich geschminkt bin oder ist das eher so ein... Sehr gut. Das wollen wir ja nicht, ne? Haben jetzt schon viele Jungs und haben sich mal schminken lassen bei euch? Nee, oder? Ich glaube, es waren bisher nur Mädels. Echt? Ja. Kein einziger Junge? Nee. Jungs, traut euch mal, ja? Das ist, ja, du bist mutig. Mach einfach mal. Jetzt ein bisschen Puder. Okay. Damit du nicht glänzt. Mhm. Jetzt machen wir dich noch ein bisschen markanter. Oh, okay, okay, okay. Noch markanter? Ja. Mhm. Nur ein bisschen. Mhm. Aha. Sehr gut. Ja, cool. Ich bin zufrieden. Ja, ja, ja. Naja, irgendwann kriege ich sie zum Mitmachen. Hi. Hallo. Hallo. Alles gut? Ja. Super. Das wollte ich mal fragen. Holiday, we're all going home.
Geschenke. Was war denn so das schlimmste Geschenk, was du je bekommen hast? Das war tatsächlich das schlimmste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Aber ich kann es dir gar nicht übel nehmen, von meiner Uroma noch, ja. Und zwar hat die hat immer gedacht, ja, man zieht ja gerne Schlüpper an und sowas. Und die hat nicht gewusst, dass Tangas in sind. Und dann hat die mir einen Oma-Schlüpper mitgebracht. Und der war wirklich so am Arsch und der ging mir bis hier hoch. Und ich so, danke. Und ich so, Mama, was soll ich damit? Darf ich das sagen? Nein. Also es war auf jeden Fall wirklich ein Sack fauler Äpfel. Weil ich sehr, sehr böse war und das war aber halt nur ein Gag. Also ich habe das dann aufgemacht und gesagt, wohl Äpfel, nicht so geil. Aber dann habe ich dann auch mein richtiges Geschenk bekommen. Eigentlich habe ich noch nie was Schlimmes bekommen, weil ich finde, der Gedanke und der Wille zählt. Zumal ich auch immer sage, die besten Geschenke sind immer, wir schenken uns nichts Geschenke. Ne? Aber ich finde, sobald man mit der Familie zusammen ist, es gab noch nichts Schlimmes. Bei dir? Ich habe mal Socken von meiner Ex-Freundin bekommen. Fand ich jetzt nicht so cool. Und gibt's die noch? Gedanken gemacht. Gibt's diese Socken noch? Nein. Hat sie verbrannt. Ich? Was? Hab ich gar nicht verbrannt. Was war so das Schlimmste, was du geschenkt bekommen hast bis jetzt? Ja, ich glaube, es waren Socken. Kniestrümpfe, Socken, aber so ganz bunt kariert. Nicht so meins. Jonas von Außenministerium in Deutschland. Von wem? Außenministerium. Manchmal ist es hart, wenn man berichtet hat. Da gibt man halt keinen Kommentar. Wie läuft es bei dir so bis jetzt? Ja, ganz gut. Also waren jetzt schon einige Leute hier. Und ja. Du hast auch ganz gut abgegriffen, oder? Ich habe auch ganz gut abgegriffen, aber Miss Bella, die wollte nicht mit mir reden. Ah, danke. Danke, danke. So. Hier, der da vorne gefällt mir nicht. Kannst du den mal... Geil, so ein Promi-Leben, ne? Was wünschst du dir zu Weihnachten? Hoi. Also ich habe momentan eigentlich gar keine Wünsche, weil eigentlich alles für mich perfekt ist, aber neue Schuhe. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe einen Verlobten, der mich liebt. Ich habe eine tolle Familie. Ich bin gesund. Also ich wünsche mir gar nichts. Polaroid-Kamera, die finde ich ziemlich cool. Auch diesmal bleibst du stehen. Freut mich, dich zu sehen. Oh, Baby, du machst mich crazy. Ich weiß, wir schreien mal auf drei Lochis. Okay. Ganz laut und peinlich. Drei, zwei, eins. Lochis! Wir hatten über Musical.ly Stars berichtet und haben gehört, du hast das auch geguckt. Ja, ich hab's gesehen. Und hat's dir gefallen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaub oder nicht, hier laufen auch so halbnackte Männer rum. Hat ein bisschen was von Hollister und Abercrombie und Fitch. Und das Schlimmste ist, die Sylvie, die nämlich hinter der Kamera ist, die ist nämlich richtig, richtig gut drauf wegen denen, ne? Sollen wir fragen, komm, wir fragen ihn mal, ob denen kalt ist oder so. Komm, geh mal hin. Verdammt, die sind voll schnell. Los, wir rennen! Ah, Jungs, eine Frage. Mal so an euch. Ist euch nicht ein bisschen kalt? Ein bisschen. Aber es geht? Ja. Kommt es gut an mit den Mädels so? Ja oder nein? Na, mal ehrlich. Ja, stimmt. Hoffentlich. Das ist gut. Kein Kommentar von den oben ohne Boys. Tja, die sind halt oben ohne, ne? Und hast du so drei ultimative Geschenketipps? Ich finde persönliche Sachen immer cool, also irgendwas, wo man so ein bisschen da selber was anmacht, finde ich immer sehr schön. Also ich mache mir das immer so, ich habe Notizen auf meinem Handy und dann schreibe ich immer, okay, das würde gut passen, sie macht gerne Sport, dann kaufe ich ihr Sportsachen, sie konzentriert sich eher auf ihre gebleachten Haare, dann irgendwie Haarprodukte. Also ich mag es mir immer was vorzuschreiben und dann im letzten Augenblick besorge ich alles. Ich glaube, das ist immer sehr abhängig von der Person, aber ich mag eigentlich solche Kuschelsocken total gern und ich finde, die kann man auch immer verschenken, weil die braucht man auch immer. Und ja, ansonsten sowas wie Lippenpflege oder halt auch Beauty-Produkte. Definitiv selbstgemachtes, also sei es jetzt die gebrannten Mandeln oder du... Kekse. Ja, sowas ist halt so personalisierbar, finde ich irgendwie am schönsten. Ich auch. Die Glow ist vorbei und ich habe eine riesen Ausbeute gemacht. Ich auch! Und du auch! Mega! Ja, das war's auf der Glow. Hattest du viel Spaß? Ich hatte mega viel Spaß und die Stände waren alle super cool. Wir haben viele coole Leute getroffen und natürlich haben wir was für euch. Genau, denn wir verlosen jetzt zweimal zwei Pakete. Einmal von Außenministerium TV und einmal von Flip. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist folgendes. Ihr müsst Abonnent von beiden Kanälen sein und einen Kommentar unten schreiben, warum gerade ihr unbedingt unser Paket über ein Überraschungspaket haben wollt. Und da sind richtig coole Sachen drin. Ich habe so nice Stuff abgesandt, ihr glaubt's nicht. Absolut. Und ich auch. Und wir sehen uns dann entweder auf Awesome TV oder Flip. Bis dann. Ciao. Tschüss.